Das Experimentierset zur Durchführung eines Modellversuchs zum genetischen Fingerabdruck enthält sowohl die erforderlichen Laborgeräte für 8 Schülerarbeitsgruppen als auch die Chemikalien für die zweimalige Versuchsdurchführung. Wenn das Experimentierset von Ihnen an die Johanna-Wittum-Schule in Pforzheim zurückkommt, werden alle verbrauchten Chemikalien und Tubes ersetzt. Jede der 8 Arbeitsgruppen bereitet einen anderen Schritt für das Experiment vor. Deshalb erhält jede Arbeitsgruppe die auf den speziellen Arbeitsauftrag abgestimmte Tubes und die entsprechenden Chemikalien. Alle technischen Geräte werden auf ihre Funktion überprüft und bei Bedarf ausgewechselt. Im Koffer enthaltene Chemikalien. Erstens Chemikalienboxen. Zweitens jeweils ein Tube-Ständer für 8 Arbeitsgruppen. Folgende Laborgeräte sind in den Koffern enthalten. Erstens 8 Spitzenboxen. Zweitens 8 Elektrophoresekammern. Drittens ein Thermoblock. Viertens 2 Power Supplies. Fünftens eine Pipettenbox. Versuchsanleitungen und zusätzliche Informationsmaterialien finden Sie im Ordner und auf der DVD. Ferner enthält das Set die Anleitung zum Experimentieren in schriftlicher und digitaler Form. Hilfreiche Tipps und Videosequenzen zur besonderen Veranschaulichung der Arbeitsschritte. Pro Ausleihvorgang entsteht ein Unkostenbeitrag für Chemikalien und Transport von 50 Euro. Das Experimentierset wird von dem Fonds der chemischen Industrie finanziell unterstützt.